Hallo zusammen und da sind wir auch wieder mit einer weiteren Folge Minecraft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, immer noch alleine unterwegs. Wie soll es denn auch anders da sein? Eggy hat natürlich kein Serververbot, das war ein Scherz vor ein paar Folgen, ne? Ja, ich habe mir das Ganze jetzt mal von oben angeguckt und mir ist aufgefallen, ich will euch ja nicht belügen. Ich hatte mich hier um eins verbaut. Das habe ich jetzt gerade im Kreativmodus 1 umgesetzt. Also ihr seht selbst, ich habe mir jetzt keine Sachen geholt oder gecraftet. Das habe ich jetzt gerade um 1 versetzt. Und da war ein Creeper eben noch. Okay, ist weg. Entschuldigung. Ich musste kurz husten. So, das habt ihr okay. Ja, ich hatte geplant, hier mache ich noch ein Haus hin, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das Haus? Mache ich es in dieser Holzoptik, dass ich hier vorne am Hafen das Ganze in Holz lasse? Oder gehe ich hin und mache das Ganze in der Ziegelsteinform, aber in den Netherziegeln? Dann würde ich aber auch sagen, dass ich gerne alle Häuser dann mit Netherziegeln austauschen würde. Es ist halt die Frage, wie mache ich es? Ich denke, ich belasse es erstmal jetzt dabei. Und, ich mache jetzt erstmal den Grundumriss von dem Haus, wie es halt sein sollte. Also es sollte auf jeden Fall wieder so eins werden, was ich die ganze Zeit baue, dass es zur Stadt passt. So, weg mit. Moment. Weiß gerade nicht, was mit meinem Hals los ist. So lange ist die Aufnahmesession ja jetzt eigentlich gar nicht. Und so viel habe ich auch gar nicht erzählt. Ah ja, gut, man kann auch Hey, nicht. wake up. Ah. Ich wurde geweckt. Das war bestimmt Bracalone, der nette, liebevolle Kamerad von mir. Weil ich ihm. Vorhin hat er aufgenommen, ich habe ihm seine Aufnahme gequetscht. Das hat er bestimmt jetzt sich gedacht, hey, das machen wir doch Aramon. Mal gucken, wie oft da noch was kommt. Ich bin mal gespannt. Der wird mich heute bestimmt noch ein paar Mal verarschen. So. Ich mache das hier mal noch raus. Weil das hätte ich gern dann doch alles Erde, dass das so ein bisschen einheitlich aussieht. Aber die Kohle nehme ich mir natürlich mit. Oh, das ist viel Kohle. Die Musik wieder, Wahnsinn. Dann ist das nämlich alles Erde. Vielleicht mache ich ja auch noch so ein kleines Hütchen hin. Ich weiß nicht, so einfach so. Einfach so ein kleines, wisst ihr? Das gar nicht mal so groß ist. Vielleicht gerade so. Aber nicht mit dem Stein. Dann hätte ich dir doch gern wieder den Stein ziegeln. Aber die habe ich hier nicht. Die muss ich mir jetzt erstmal holen. Ich finde, das nimmt schon richtig schön Gestalt an. Ich mache hier auch mal. So. Dass ich hier dann theoretisch selbst einen Baum baue. Dass ich denn besser überwachen kann, wie der wächst. Gleich hoch? Ja. So. Die Musik nervt ein bisschen. Was brauche ich? Ich brauche Stein, Ziegel brauche ich. Ich brauche Kohle, kann ich wegräumen. Kohle mache ich mal weg. Voll die epische Musik für Minecraft, ne? Wir haben was zum Futtern. Ja, ich renne. Epische Musik. Zombie. Stirb. Tot. Oh, voll der epische Kampf. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir die ganzen Ziegen. Hier haben wir gar nichts. Hä? Jetzt falsch, habe ich keine Steinziegeln brennen lassen? Ach, bin ich doof. Habe ich hier noch Kohle? Nee, doch hier. So.
da haben wir. Oh, hier haben wir ja überall noch 64 drin. Ich bin witzig, ich will mir jetzt Steinziegeln brennen. Aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bruchstein, ne? Wenn das so überlegst, ist das schon sehr intelligent von mir, ja. Ach komm, dann mache ich das jetzt einfach mal so. Lass das jetzt alles mal da drin. Das machen wir auch noch hier rein. Und dann gucke ich mal, was ich in den Lagern finde. Vielleicht kann ich mir beim Ecki ein bisschen was schnurren. Ich wollte ja sowieso Farming-Tour durch Eckis Lager machen. Daher. Ich gucke nochmal schnell, was ich habe. Und dann gucken wir mal, was Eggy so hat. Und dann passt das schon. Oh, ganz kurzen Augenblick. Ich muss hier kurz einen kleinen Cut reinmachen. Hallo zusammen. Ja, da war jetzt ein kleiner Cut drin. Ich wurde leider angerufen. Ja, was heißt, kleiner Cut? Kleiner Cut ist gut. Also ich habe schon aufgenommen. Das werde ich vielleicht am Ende der Folge hinten dran in 3- oder 4-facher Geschwindigkeit mal ranhauen. Ja, die Aufnahme ging dann schon 10 Minuten, als ich dann gemerkt habe, oh verdammt, ich habe mein Mikro aus. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, weil es wieder dunkel ist. Ja, dann zeige ich euch mal schnell, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Also ich war beim Erik schon unten und habe mir ein bisschen Bruchstein organisieren können. Das habe ich schon mal gemacht. Und ihr seht hier auch schon gleich am Anfang. Moment. So. Der musste sein. Ihr seht hier habe ich schon angefangen. Hier stehen die zwei Baumstämme. Da will ich selbst einen Baum draus machen. Also den will ich dann selbst bauen. Hier habe ich schon angefangen mit dem Haus. So einigermaßen. Ihr seht, ich habe ein bisschen Ziegelsteine gefunden. Also Steinziegeln, besser so rum gesagt. Und ja, habe hier halt schon den Grundriss gebaut, bisschen hochgezogen und war jetzt halt gerade so mittendrin. Dann ist dann die Folge zu Ende gewesen. Und als ich dann die Folge gucken wollte, wie lang das jetzt insgesamt ging, und ich dann ins TS zu Bracalone gegangen bin, um mit ihm kurz mal zu quatschen, ist mir aufgefallen, oh verdammt, ich habe mein Mikro aus. Ja, ist scheiße. Also meiner Meinung nach ist das blöd für mich. Andererseits ist es halt auch so, auch wiederum gut, weil dann kann ich jetzt diese Folge dann doch schon die Wände und den Boden verlegen. Was ja eigentlich erst in der nächsten Folge geplant war. Aber so kann ich es halt dann doch jetzt halt schon gleich machen. Da brauche ich das ein bisschen, das habe ich nicht. Dann hier ein bisschen Buchenholz. Ach ja, in der letzten Folge so schön viel erzählt und verzählt und verzählt. Und was ist am Schluss alles für die Katz? Sowas passiert mir normalerweise nimmer so oft in letzter Zeit. Ich habe zwar als Mal, wo ich vergesse auf Aufnahme zu drücken oder wo ich auf Aufnahme drücke, aber bei OBS vergesse das Programm zu wechseln. Also also man kann ja bei OBS kann man einstellen, dass er nur Fiesta oder nur Minecraft aufnehmen soll oder nur DayZ, ne? Und ja, das hatte ich dann auch schon vergessen gehabt. Und dann nimmst du halt mal so 2-3 Stunden auf und denkst an nichts Böses, drückst immer drauf. Und dann am Schluss stellt sich raus, ah verdammt, du hast vergessen einzustellen, dass er auch nur DayZ aufnehmen soll. Und bist vielleicht noch in der Minecraft-Einstellung drin, weil du vorher Minecraft oder Fiesta aufgenommen hast. Und dann musst du nach 3 oder 4 Stunden Aufnahme schmerzlich feststellen, das alles für die Katz war, weil, jetzt kommt's, weil der bloß schwarzes Bild aufgenommen hat, ne? Das ist natürlich scheiße, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Aber was willst du dagegen machen, ne? Da muss man halt echt, muss ich halt echt öfters mal aufpassen und darum klicke ich auch als mal raus aus dem Spiel, um zu gucken, nimmt's auch wirklich auf. Nimmt's auch auf. Wisst ihr, da kennt er ja vielleicht, ne? Und ich frag mich, ob das andere Let's Player auch haben das Problem. Oder ob sie überhaupt mit so OBS aufnehmen
Oder ob sie dann in der Zwischenzeit doch gewechselt sind. Ich habe jetzt auch schon von einem Let's Player, bei dem ich mich als Moderator lasse, ach gehört. Mit dem habe ich geschrieben, dass er das gar nicht mehr benutzt, weil es einfach, weil es Scheiße will ich jetzt nicht so sagen, ne? Aber weil es halt diese Funktion halt als Moderator zwischendrin halt, das ist halt blöd, ne? Aber das Programm, was er mir gesagt hat, mit dem er aufnimmt, das kostet mir zu viel. Das will ich jetzt auch nicht groß bewerben hier drin in meiner Aufnahme. Um ehrlich zu sein, habe ich sowieso den Namen schon vergessen. Aber das ist mir dann zu teuer. Ich kann hier keine 100, 200 Euro für Aufnahmematerial ausgeben. Muss man ja irgendwo verstehen. Ich meine, wenn sich sowas mal läppelt, ne? Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn sich sowas mal zusammentut und man macht halt mal ein bisschen was an Geld aus mit seinen Videos, dann kann man mal drüber nachdenken, wo man dann sagt, jo, dann steck ich jetzt mal ganzes Geld, was ich da jetzt verdient habe, tue ich jetzt mal in bessere Ausrüstung reinstecke, wie zum Beispiel ein besseres Mikrofon mit Popschutz drin und sowas, ne? Weil das Headset ist zwar gut, aber wenn ich ein bisschen lauter spreche, dann übersteuert das und man hat ein kleines Rauschen im Hintergrund. Da auch mal ein paar bessere Programme kaufen oder mal gucken, ob man bessere Programme findet. Ja, das ist, da muss man halt, da muss man wirklich hinterher sein, wirklich, dass das einfach. Und das kostet halt alles Geld, ne? Ich meine, das ist, man kriegt das Zeichen nicht kostenlos hinterhergeschmissen, ne? Vielleicht, wenn man mal ein größerer YouTuber ist oder sowas, dass man das als zum Testen oder sowas mal bekommt, das sagt ja nichts dagegen, ne? Aber so, jetzt ich zum Beispiel, ich muss mir das Zeug halt alles noch selber kaufen und das kostet halt auch einiges an Geld. Ich meine, das Mikrofon mit Popschutz und Halterung, das kostet hier 100 und 19 Euro, an und für sich ist es gar nicht so teuer, aber das Geld muss man danach erst mal haben, ne? Ich sehe es so nicht so, dass das Geld auf der Bäm wächst. In erster Linie geht es ja darum, dass erst mal der Kühlschrank voll ist, die Rechnungen bezahlt sind und sowas. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, ob man sowas kauft. Was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ach, ich wollte Steine holen. Laufe ich in die Wohnung? Nein, obwohl ich Steine brauche. Ja, wisst ihr, und so ist es halt, ne? Und ich meine, wenn mal Geld zusammenkommt, dann kann man das ja mal machen. Aber in erster Linie wird dann Geld, was übrig ist, dann in unseren Sohnemann reinfließen, der ja jetzt hat eigentlich. Ich denke mal, wenn das Video online ist, dürfte der Clash schon auf der Welt sein und wird mal schon auf der Nase rumtanzen wahrscheinlich. Ja, also bis dahin, das ganze Geld, was jetzt Hey, erstmal. wake up. Ja, danke. Hey, wake up. Hahaha. Hey, wake up. Du Fragalone, du Hey, wake up. kleines Arschloch. Ach ja, komm doch her und dann kriegst du aber eine her. Ich habe in der letzten Folge oder vorletzten oder ich weiß nicht, auch in der Aufnahme, wo vielleicht verloren gegangen ist, ich weiß es nicht. Habe ich erwähnt, oder da hatte Brackalone das auch schon mal zwischendrin gemacht. Da habe ich gesagt gehabt, ich bin in seine Aufnahme reingecrashed. Da war gerade so eine interessante Stelle, so richtig episch und sowas, so konzentriert. Und ich breche da einfach, ich wusste das ja halt nicht, ich wollte einfach bloß sagen, ich breche da in die Aufnahme rein und mach What's up? Und er ist erschrocken und hat dann am Schluss mit mir rumgegriffen, hier von wegen, du Penner, was kannst du denn bringen? Später zu ist dann nach der Aufnahme so im TS, du Arschloch, du kannst doch nicht hier in meiner Aufnahme und doch, das kann ich, weil ich bin's und dann, jetzt wird es wahrscheinlich die nächste Zeit so laufen, dass wir uns gegenseitig die Aufnahme crashen werden. Mal schauen, wer da gewinnt, wer dann irgendwann die Schnauze voll hat und dann die Freundschaft kündigt, das weiß ich nicht. Ja, und jetzt hat er mich total rausgebracht, was ich eigentlich erzählen wollte, der Fockel. Genau, ich war ja beim Clay war ich ja jetzt hat, der ja jetzt eigentlich mal wahrscheinlich schon längst auf der Nase rumtanzt, richtig?
Richtig, und da geht halt das ganze Geld geht halt erstmal geht erstmal in den Clan ein, ne? Das muss man ja verstehen, ne? Das geht erstmal alles verdientes Geld, was man halt da bekommt. Und ich muss sagen, es ist nicht viel. Es ist aber ein schönes Taschengeld vielleicht mal so zwischendrin, ne? Ich sag das jetzt halt mal so. Und ja, und das geht halt in erster Linie erstmal in den Kleinen rein. Alles, was vielleicht da noch übrig bleibt, das kann man dann immer noch verwenden für dann die Ausrüstung zu kaufen. Auch vielleicht so mal, man hat ja mal Geburtstag oder sowas, dass man sich einfach mal 2, 3 Mediamarkt-Gutscheine wünscht oder so. Oder von Amazon, was weiß ich. Und was, wenn man es sich lieber über Amazon bestellt, was ich ja eigentlich mehr mache. Und ja, da kann man ja mal gucken. So, aber ich glaube, jetzt ist die Folge zu Ende. Ich werde meine 10 Minuten jetzt aufgeholt haben in Zwischenzeit. Ich habe nämlich zwischendrin aus Versehen, als das Wake Up war, habe ich nämlich den Timer ausgeschalten. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt 10 Minuten rum sind, so nach dem Gefühl. Und darum würde ich sagen, ich mache das jetzt noch fertig. Oh ne, das ist noch viel. Ne, das mache ich dann in der nächsten Folge fertig. Denkt dran zu abonnieren, kommt bei mir auf dem Kanal vorbei. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Folge Minecraft.